Hallo und herzlich willkommen zu DevStore Teil 39. Wir packen unseren Freundin Jefferson mal wieder ein. Und dann machen wir uns auf den Weg. Oh, machen wir uns auf den Weg zu Burg Schlüsselstein. Da gibt es nämlich auf jeden Fall noch einige Geheimnisse. Oder zumindest gibt es noch Geheimnisse. Ich weiß nicht, ob es noch einige gibt. Also der Bereich hier, die drei Gebiete, die jetzt folgen, da gibt es auf jeden Fall in allen drei noch Geheimnisse. Deswegen würde ich sagen, machen wir die drei zuerst durch. Wir wissen jetzt, was es auf sich hat mit den Geheimnissen. Also was dazu zählt, diese Kugeln, die uns hier Seelen geben, die zählen nicht dazu, was ich ziemlich gut finde. Was aber dazu zählt, sind die Samen. Also wir haben noch hier 6 Stück. Weitere Samen zählen da dazu. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir auch die finden. Und natürlich die Geheimnisse und die Scheiben zählen dazu. Das sind die ganz wichtigen Sachen, die wir auf jeden Fall suchen wollen. Und hoffentlich finden. Genau, jetzt müssen wir uns hier natürlich überall umgucken und gucken, dass wir nichts verpassen und alles sehen. Ich glaube, im Großen und Ganzen müsste ich ja eigentlich alles schon durch haben. Aber klar, irgendwo in der Ecke noch einen Samen oder so. Das kann natürlich jederzeit sein, dass wir das verpasst haben. Genau hier ist die Tür zu. Ich meine, von der anderen Seite sind wir da mittlerweile hingekommen. Aber komisch, dass die Tür dann nicht aufgeht. Genau, da ging es auch noch irgendwo lang. Uff, nein, da wollte ich nicht runterfallen. Ich glaube tatsächlich, dass wir das also erstmal oben lang gehen. Ah. Kann ich eigentlich auch nicht. Zieh mich dann ran, gell? Ja, okay. So, genau, aber da war ja eigentlich nur der Kerl, der einer von den vier, von den Gründern, einer der vier Schlüssellords, war hier ja eigentlich nur. Genau, da mussten wir die Tür aufmachen und der kommt jetzt gleich. Genau, und da konnten wir runterspringen, da kommen wir wieder in den Bereich von vorhin. Ich meine, wir müssen es halt machen, wir müssen uns alles nochmal anschauen, damit wir nichts verpassen. Und ich bin wirklich gespannt, was wir noch als Belohnung bekommen, wenn wir alle haben. Also das ist jetzt so das allerletzte, finale Ding, dass man zu diesem Schrein geht. Wo es dann die wahrscheinlich allerletzte, finale Belohnung gibt. Genau da ging es irgendwie noch. Aber gab es sonst hier nichts? Ich bin irgendwie von oben hier runter, gell? Das weiß ich noch. Wie viel Schaden wir einfach machen. Ich hoffe auch, dass uns der Typ noch mal ein bisschen hilft. Der, ja, Tintenfisch. Dass er irgendwann sagt, hey, da ist noch was. Genau, hier war schon einer dieser Gegenstände. Ich glaube, 3 fehlen uns noch. Ja, 3 Stück fehlen uns noch. Deswegen passt es auch gut. Mit ihm können wir ja keine Tür benutzen. Aber deswegen passt es gut, weil wir müssen ja jetzt sowieso eins nach dem anderen machen, also. Ich glaube, hier oben ging es weiter. Das heißt, wir gehen da erstmal nicht hin. Also, wir können durch keine Tür, aber die nächsten 3 Gebiete können wir ganz locker zu Fuß begehen, ohne dass wir woanders hin müssen oder sowas. Okay, hier ist nichts. Ich kann mir aber echt vorstellen, dass es manchmal vielleicht auch nur eine Vase ist, in die wir noch einen Samen pflanzen müssen. Kann natürlich sein, dass das da auch mit dazu zählt. Und ich habe da extra gespart. Im Endeffekt war es jetzt dumm zu sparen. Okay, hier gab es auch eine Seele. Da gab es den Weg von oben hinzukommen. Den musste man machen, um mit dem Schlüssel dort reden zu können. Hier gibt es einen Weg vor. Ich weiß gar nicht, wo hier noch was fehlt. Wir haben uns hier doch alles angeguckt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es noch solche Abflussrohre gibt, die wir beim letzten Mal noch nicht gecheckt haben, wie man die verwendet. Guck, da hinten seht ihr es direkt schon. So ein Abflussrohr. Ja, da müssen wir hier runterspringen. Dass wir das nicht kapiert haben, ey. Das ist einfach so offensichtlich eigentlich. So hart offensichtlich.
Ich weiß halt leider auch nicht, ob ich alles hab. Also ich weiß erst, ob ich alles hab, alle Gegenstände und so hab, wenn ich wieder durch eine Tür durchgehe. Und das kann ich mit unserem Tintenfischfreund ja nicht. Oh, guck mal, da geht's tatsächlich noch weiter. Das ist ja interessant. Da geht's sogar raus. Egal, dann holen wir erst mal kurz die anderen. Das ist ja interessant. Wir müssen auch mal nach Upgrades noch mal gucken, wenn wir Snack. Aber da müssen wir halt Tag machen. Das ist auch ein bisschen das Problem. So, wo kommen wir denn hier bitte hin? Also da muss es ja auf jeden Fall noch was Cooles geben, oder? Oder nett. Wenn wir so lang unterirdisch laufen, okay, da kommen wir hier raus. Ah, und hier ist auch eins dieser Teile. Genau, das heißt, das haben wir dann auch. Du hast eine antike Krone gefunden. Sie fühlt sich komisch an, als hätte ihr früher Leben inne gewohnt. Vielleicht ist das bei den, ich weiß nicht, haben die Schlüssellords sie getragen? Eine antike Krone, die einst der erste Lord der Türen trug, ja, tatsächlich. Die Lords sind Kreaturen aus reiner Seelenenergie, die nur dank ihrer Rüstung, die ihre Seele an dieser Welt, diese Welt bindet, eine körperliche Form annehmen können. Okay, krass, das wusste ich jetzt auch nicht, das hat aber auch bisher keiner gesagt. Jeder Nachkomme erhält eine Rüstung aus gleichzeitig metallischem und organischem Material, die sein Vorgänger für ihn geschmiedet hat. Die Erschaffung des ersten Lords bleibt aber ein Geheimnis. Ja, aber das hat der Tod doch erschaffen, oder? Aber ja, okay, vielleicht wissen wir das halt nicht. Bleibt es uns ein Geheimnis. So, genau, hier steht die alte Tür. Kann jetzt natürlich sein, dass wir jetzt alles schon haben in dem Gebiet, aber wir gucken uns einfach alles durch. Wir müssen es ja nicht so komplett, also. Wir müssen es uns ja nicht zweimal oder so angucken. Einmal reicht. Hoffentlich. Guck mal. Ah, ne, das war das. Wollte gerade sagen, guck mal, da ist noch mal so ein Abflussrohr, aber da war man natürlich gerade. Da war man natürlich gerade. Hier hinten müssen wir noch gucken. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das alles war, aber hier gibt es echt noch mal einen Weg nach unten. Wir hätten das alles schon so längst. Schon längst hätten wir das alles machen können, ey. Unfassbar, wirklich. Ich glaube, da hinten gab es noch irgendwas, gell? Nochmal Kugeln. Echt krass. Dass ich da nicht drauf kam, ich finde es unfassbar. Aber unser Freund bringt tatsächlich gar nichts, gell? Den können wir nur noch so zum Spaß mit uns rumtragen. Der sagt halt ab und zu was, aber ansonsten. Hilft er uns überhaupt nicht? Genau hier ist die Tür, durch die wir nicht durchkommen. Das finde ich immer noch komisch, dass die von der Seite einfach zu bleibt. Weil das Geheimnis ist ja hier gewesen. Hier ist der Schrein draußen. Ja. Hier gibt es ansonsten nichts, glaube ich. Aber sicher bin ich mir nicht. Weil wir kommen hier hinter das Ding, oder? Sowas finde ich komisch. Da kommst du dann komplett hinten rum. Und trotzdem gibt es dann irgendwie also eine Belohnung oder so. Oder irgendwas dahinter. Das finde ich doch recht strange. Okay, hier oben gab es noch einen Weg. Nur eine Seele, gell? Was es übrigens auch gibt, ist, dass man. Die Typen hier, wenn man ein paar von denen mit sich rumschleppt. Ich glaube, 10 Stück müssen einen verfolgen. Dann kriegt man auch irgendwie ein Achievement. Aber die kommen hier nicht mal runter, oder? Oder wie genau ist das? Muss ich hier runterhauen? Muss ich echt? Nee, ich glaube, das ist zu viel Arbeit. Ich glaube, das ist zu viel Arbeit. Okay, dann haben wir hier alles. Haben wir dann alles? Ich glaube, den Weg oben gucken wir uns nochmal an. Der führt, glaube ich. Also der führt in zwei Richtungen, meine ich. So war das irgendwie. Wie genau ging denn das? Drauf schießen und dann. Ah, okay, nee, da gibt es eine Treppe hoch. Ich habe gerade gedacht. Das ist strange. Genau, hier haben wir alles natürlich schon frei. Hier gibt es irgendwo das Loch, wo man runterspringen kann. Ah,
Ich glaube, hier gibt es nichts tatsächlich. Das haben wir schon deutlich uns angeguckt. Ne, hier gab es noch einen Schlüssellord. Komme ich hier zurück? Oh. Ja, hier komme ich nicht zurück. Scheiße. Dann einfach nochmal außen rum gehen. Genau. Ich glaube, wir haben eh schon alles hier jetzt mittlerweile. Aber ich gucke mir trotzdem den letzten Bereich noch an. Weil dann wissen wir, okay, wir haben es irgendwo verpasst. Und so denke ich, ey, habe ich in dem letzten Raum, fehlt da noch was? Ist da vielleicht noch was? Wer weiß. Genau hier, aber... Das Ding geht auf jeden Fall nimmer. Das ist aus, das ist gut. Hier gab es noch eine... Gab es hier noch eine... Ah, nee, da kamen wir zu dem Schlüssellot hier oben, genau. Genau, sehr gut. Dann lasst uns jetzt nach unten gehen. Oh nein, das Ding ist runtergefallen. Oh je. Das arme... Oh, shit. Da springe ich auch runter. Hab's verdient. So, genau. Auf geht's nach unten. Oben. Nicht unten, oben. Wir müssen ja natürlich... zu diesen Wachtürmen müssen wir hier natürlich... alten Wachtürmen. Da gibt es auf jeden Fall noch was. Da sind wir auch nicht so genau gewesen. Das war ein bisschen unübersichtlich. Also viele Levels sind ein bisschen unübersichtlich. Aha, da guckt mal. Das hier müssen wir auf jeden Fall erstmal machen. Ich hoffe wirklich, dass uns dieser Dude noch irgendwas bringt. Dieser Tintenfisch. Dass der uns vielleicht ein bisschen hilft, wenn es eine neue Scheibe gibt. Dass er sagt, ey, hier gibt es eine neue Scheibe oder so. Das fände ich irgendwie ganz, ganz cool und auch ganz angebracht, muss ich sagen. Also hier war ich auf jeden Fall schon, aber Moment, kam ich hier nicht rüber? Da gibt es keinen Weg rüber, das ist komisch, gell? Sieht nämlich auf jeden Fall so aus, als könnte man von der anderen Seite hierher. Das müssen wir uns auf jeden Fall im Kopf behalten. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da noch irgendwie hingeht. Außer wir waren da schon. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Vielleicht war es auch tatsächlich nur das mit dem Samen. Aber nee, das glaube ich nicht. Hier ist bestimmt noch mehr. Hier und in dem Bereich danach. Was war der Bereich danach? Ich weiß es nicht mal mehr. War das der Berg oder was? Zählt es schon? Da kam ja eigentlich gleich schon die Urbestie. Also Betty. Betty, die Urbestie. Hier ging es nicht runter, gell? Hier ist eine Wand. Ja. Achso, hier ist Lager der Krähen, gell? Das sind wir schon direkt hier. Das ist ja strange. Gab es im Lager der Krähen noch was? Ich bin mir nicht sicher. Aber hier schläft, glaube ich, jeder, oder? Schläft? Na, der Typ schläft nicht tatsächlich. Dann können wir doch ein Upgrade raushauen. Magie oder Geschicklichkeit? Ich glaube, Magie. Mal gucken, ob wir das noch voll kriegen. Ich glaube es ja nicht. Der sagt auch nur das Übliche. Wir haben 3, uns fehlen 4. Wobei wir haben eine halbe Scheibe. Und ich denke mal, die andere Hälfte kriegen wir bestimmt von der Eule. Also, diese eine Eule hat uns doch den ersten Teil gegeben. Also denke ich mal, dass wir von der auch den zweiten Teil irgendwie bekommen. Irgendwie. Hier müssen wir nicht mehr rüber. Das haben wir definitiv gemacht. Hier ging es runter, hier ging es irgendwie hoch. Gucken wir mal da noch. Oder ging es hier weiter? Ich weiß es nicht mehr. Doch, hier ging es weiter. Hier ging es zum Unterschlupf des Untiers und zurück über die alten Wachtürme. Das heißt, wir gucken erstmal noch den unteren Bereich an. Vielleicht haben wir da noch irgendwo ein Abflussrohr, das wir wieder übersehen haben. Ich glaube, dass das die hauptsächlichen Geheimnisse sind, die uns noch fehlen tatsächlich. Ah, das war das. Aber da gab es ein Dings, da gab es einen Schrein. Gab es da noch irgendwas?
glaube nicht. Das ist jetzt natürlich fragwürdig, ob das sinnvoll ist, hier nochmal entlang zu gehen. Hä? Wie war denn das? Mussten wir da drauf schießen? Dann ging es runter. Und für was brauchen wir das da? Ach, zum Zurückkommen. Ah ja. Ja, Leute, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es tatsächlich gerade unnötig ist, was ich mache. Scheiße daneben. Uff. Und trotzdem geschafft. Krass. Ich frage mich, ob dieses Skelett da irgendwas macht, aber ich glaube nicht. Na, das reicht nie im Leben. Da müssen wir ein bisschen schneller sein. Oh krass, das reicht einfach. Jetzt habe ich noch so rumgetrödelt und es reicht trotzdem. Okay, das heißt, hier haben wir alles. Hier gibt es nichts auf der Seite. Das heißt, wir müssen zu den alten Wachtürmen. Da gibt es bestimmt noch irgendwas. Ah ja, hier hinten gab es einen Weg, gell? Das haben wir aber auch schon. Aber solche Sachen zu finden, sind halt schwer. Aber deswegen finde ich es geil, dass sie uns zeigen, in welchem Bereich sind noch Geheimnisse. Weil wenn es irgendwo im ganzen Spiel ist, ist es einfach zu viel, um das nochmal abzusuchen. So die einzelnen Bereiche sind, finde ich, okay. Auch wenn die natürlich teilweise auch groß sind. Das ist auf jeden Fall okay. Was war denn das? Was hat denn das gebracht? Man konnte die anmachen. Oh, die bleiben jetzt an. Krass. Da hat's gewindet und das war wahrscheinlich das Untier. Ja, dann haben wir hier schon direkt mal wo wir weiterkommen. Die ganzen, ich habe mich nämlich schon gefragt, für was diese Fackeln sind, ob die wirklich nur zur Verzierung sind. Gedacht, die machen doch nicht nur was zur Verzierung. Aber das macht dann natürlich mega Sinn. Das heißt, wir müssen alle von denen anzünden, ey. Die bleiben jetzt an. Cool. Das heißt, wir müssen alles nochmal hier machen, überall entlang. Okay. Viele Wege es hier einfach gibt, gell. Für mich, man weiß nie, geht's hier jetzt weiter? Guck mal, wie lange wir hier jetzt weiterlaufen können. Das sieht aus, als würde hier der Weg einfach weitergehen. Deswegen, gucken wir mal hier. Ja, hier ist auf jeden Fall nochmal was zum Anzünden. Und ein Samen. Ein Samen. Von denen brauchen wir echt auch alle. Damit wir ja auch alle mal aktivieren können. Aber ich frage mich, wo es da noch welche geben soll, die ich noch aktiviert habe. Den Hammer. Immer noch 6. Also wieder 6, wenn mir einen verbraucht. Okay, hier ist auf jeden Fall eins, das aktiviert ist. Wir müssen uns halt umgucken, dass wir keine Fackel verpassen. Wenn wir eine verpassen, ist nämlich wirklich ärgerlich, dann nochmal eine Runde zu drehen. Wobei, damit können wir rechnen, dass das vielleicht passiert. Damit können wir leider rechnen. Ah, das geht hier auf. Guckt mal. Ah, deswegen war das hierfür da. Da gibt es wieder eine Dings, da gibt es wieder eine Scheibe. Da gibt es eine Scheibe und dafür müssen wir 6 Fackeln anzünden. 3 von den 6 Hammer. Sowas finde ich auch geil, dass du genau weißt, okay, so und so viel brauche ich noch. Dass du nicht komplett planlos bist. Also ich mag es nicht, wenn man mir alles vorkaut oder so. Ich will rätseln können. Aber so ein paar Indizien irgendwie finde ich richtig gut. Damit du nicht denkst, okay, tappe ich jetzt komplett im Dunkeln? Oder sowas. Und da finde ich das echt cool. So, die Frage ist jetzt... Hier ist eine. Aber die müssen wir von da drüben anmachen. Aha, aber hier ist eine und die können wir von hier anmachen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Komme ich da irgendwie... Nee, da komme ich nicht drüber. Das heißt, wir müssen hier weiter. Genau, da wären wir am Anfang rübergekommen. Sind wir aber nicht gegangen. Hier sind noch Gegner und Samen. Da müssen wir auf jeden Fall auch irgendwie hoch. Aber das weiß ich tatsächlich nicht, wie wir das machen sollen. Aber das müssen wir auf jeden Fall auch machen. Samen zählen nämlich dazu, wie... Warte, wie ging denn das? Da war ich aber auch schon irgendwie, gell? Naja, ich würde sagen, wir lassen das für heute und machen morgen weiter mit unserer Suche. Ich denke mal, morgen werden wir die Fackeln auf jeden Fall haben.
vielleicht auch schon in den nächsten Bereich kommen. Also ich glaube, allzu lang dauert es nicht mehr, allzu viele Folgen brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Außer wir kommen natürlich irgendwann gar nicht mehr weiter. Es kann natürlich auch noch passieren, dass wir überhaupt nicht finden, wo wir hin müssen. Ich hoffe natürlich nicht, dass das passiert, aber wir werden sehen. Vielen Dank fürs Zugucken, Freunde. Macht's gut, haut rein und tschüss.